Hallo, mein Name ist Tom und heute wollen wir uns mal Terra NA bei En Masse Entertainment anschauen. Es gibt ja viele, die sagen, da drüben sei alles viel, viel besser, weil En Masse einfach nicht so geldgeil ist wie Gameforge. Und ich wollte mir das mal selber ein bisschen anschauen, wie das denn so ungefähr ausschaut. Und so habe ich den englischen Client von En Masse installiert. Die Installation lief viel, viel flüssiger als beim Gameforge Launcher. Beim Gameforge Launcher hatte ich dazu mal teils Download-Geschwindigkeiten von so 10 Kilobyte pro Sekunde. Das gibt's bei En Masse nicht, da hatte ich wirklich immer einen schönen, sauberen, konstanten Speed. 3 Stunden war das Spiel installiert, kein Problem. Bei EU hat das damals 2 Tage gedauert oder so. Jo, und dann habe ich mich hier übrigens wichtig zu erfahren, Terra NA gibt es auch bei Steam und das ist vielleicht eine schöne Sache für viele Leute, weil man bei Steam natürlich dieses Steam-Overlay hat, man hat da seine Freunde und kann mit denen direkt kommunizieren. Also es ist immer schön, wenn es ein Spiel auch bei Steam gibt. Für die, die wollen, die nicht wollen können, immer noch den normalen Client runterladen. Für Spieler aus Europa ist Terra NA auf Steam übrigens gesperrt. Dafür hat Gameforge gesorgt. Alright, dann zuerst musste ich hier einen Server auswählen, so wie auf EU auch. Und hier ist mir aufgefallen, dass es keine toten Server gibt. Also nirgendwo steht Population Low. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil auf EU haben wir ja diesen einen oder diese 2 Server, wo einfach niemand drauf spielt. Und das ist natürlich kacke, wenn du dann ja, dann nicht weißt, was das bedeutet und gehst auf diesen Server und levelst hoch und dann merkst du, dass du nie eine Gruppe findest, weil du einfach alleine auf dem Server bist. Ich habe mir dann hier auf Tempest Reach mal die weibliche Version von Fortress erstellt, heißt Forti, und da loggen wir uns jetzt mal ein auf den guten alten Tempest Reach. Ich werde schon in Höhenwacht sein, ich bin aber erst Level 4, weil ich Club habe. Jetzt denkt ihr vielleicht, warum kauft sie der Club auf NA? Wechselt der jetzt? Nee, das tue ich nicht. Ich habe Club, weil ich das bekommen habe. Das erste, was ich gesehen habe, ist hier dieser Bildschirm. Welcome to Terra, Fate of Arun. Here's a free code. We are offering a 3-day trial of Elite status currently. Just enter the code ELITE3DAYS into account.enmas.com to receive it. Das habe ich gemacht und jetzt habe ich 3 Tage Club. So als kleines Zuckerli, also als Teaser, damit ich den halt nachher wahrscheinlich auch dauerhaft kaufe. Naja, ist ein Geschenk und Geschenke nimmt man natürlich gerne an. Und wir schauen uns gleich mal diese Club-Vorteile an. Die sind ungefähr gleich bis ähnlich wie auf EU. Also wir haben diese XP-Boost, Ruf-Boost, Quest-Gold-Boost, wir haben Dorfbuch des Reisenden, private Abkürzungen, mehr Valkyrons-Kisten, wenn man eine Random-Ini-Suche macht, dann haben wir doppelt so viele Tagesquests, wir haben doppelte Instanzzugänge, mehr Items beim Broker, also beim Handelsagent, dann haben wir weniger Gebühren beim Handelsagent, ein Mount, das kann ich euch gleich zeigen, und dann noch diese Leiste hier unten mit so ein paar zusätzlichen Buffs, die wir uns gleich anschauen. Also das Clubpferd oder hier Elitepferd schaut so aus. Ich denke, das kennt man auch von EU her, da gibt es ja auch dieses Mount irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo, ob das auch mal Club war oder ob dieses Veteranenstatuspferd ist, keine Ahnung. Aber ja, gesehen haben wir es, ne? Das ist das Mount auf NA. Dann diese Leiste, also vielleicht erstmal noch, schön ist natürlich, dass einmal der XP-Boost dauerhaft aktiv ist, ist schön, aber vor allem der Reputation-Boost, also der Ruf-Buff, wo man auch bei der Vorhut doppelte Rufmünzen kriegt. Das ist natürlich viel, viel geiler, wenn der dauerhaft aktiv ist, weil du kannst deine Vorhut-Dailies abgeben, wenn du sie gemacht hast und musst nicht irgendwie 5 Dailies vorbereiten, um dann den Buff anzumachen,
all diese auf einen Schlag abzugeben und dann möglichst oft irgendwie hier sammeln gehen und deine, was weiß ich, alles machen, damit du möglichst viel Nutzen aus dem Rufbuff ziehst. Hier hast du den einfach dauerhaft auf allen Charakteren. Du kannst morgens um 8 Uhr mal zweimal sammeln gehen und abends wieder und um mittags machst du noch Untiefen oder so. Und du hast dauerhaft die doppelte Anzahl Rufmünzen. Das ist natürlich viel, viel geiler. Dann hier unten haben wir einmal, dass man das doppelte Gold von der Jagd kriegt. Interessant, dass der nicht dauerhaft aktiv ist, aber ja, der Unterschied zur EU, hier hat man 12 Stück davon, einen habe ich schon verputzt und nicht etwa nur deren 3. Die Abklingzeit auch 10 Minuten, also ungefähr ähnlich wie auf EU. Jo, dann eben hier die Reisehandbücher. Einmal private Abkürzungen, einmal Dorfreisen und dann gibt's, sehr interessant, zwei so Kisten. Unten steht Daily Perk for Elite Players Clicking. This delivers a special loot box into the current character's inventory. Und dann hier noch so eine zweite Art von so einer Kiste. Und zu guter Letzt die Velix Opportunity, das ist einfach der Eingang zur Tarnlichtung, wo man in NA, glaube ich, 4-mal am Tag rein kann. Das könnten wir uns ja mal anschauen, ich weiß aber nicht, ob das hier steht. Nee, steht nicht, weil ich natürlich noch so ein Lowy bin. Jo, diese Kisten, diese Lootkisten, die habe ich schon geöffnet, aber ich kann euch trotzdem noch zeigen, was da drin war. Und zwar aus der ersten hier, aus dieser hellblauen, da war eine komplette Kristallbindung drin. Einfach so mal, ne? Kann man haben oder eben nicht. Jo, schöne Sache, dass wir die einfach kriegen. Und dann aus der Geschenkkiste hier haben wir einmal 1000 Produktionspunkte. Da haben wir auf EU ja mehr. Da haben wir ja 3x400, macht dann 1200. Jo, das Schöne aber hier, kann man einfach den Trank einmal nehmen, dann hat man seine Punkte und muss nicht irgendwie alle, was sind's, alle Stunde, glaube ich, wieder da runterklicken und vor allem muss man dann auch 3 Stunden online sein, um die 3 Stück überhaupt nutzen zu können und so. Also ist vielleicht angenehmer, wenn man einfach auf einen Schlag 1000 Punkte kriegt. Haben wir den Kanefo-Trank, den Tapferkeitstrank, so wie wir es auf EU ja auch haben. Hier ist einfach die Form ein bisschen anders. Man hat diese Kiste, wo, ich nehme an, immer genau diese Gegenstände drin sind und ja, kriegt auf diesem Wege die Tapferkeitstränke und so weiter. Dann haben wir eine Instance Reset Scroll, also eine Rolle, um Instanzen zurückzusetzen. Zusätzlich, dass man schon öfter rein kann. Ist eine interessante Sache. Und dann habe ich hier das noch bekommen, Federation Bill. Eine Währung für spezielle Services der Föderation, die man bei TCAT in der Stadt austauschen kann. Ich weiß nicht, wo der ist, aber ja, interessant. Irgend so eine Zusatzwährung anscheinend noch. Ja, coole Sache. Dann hier aus der ersten Box. Ich nehme an, da ist es zufällig, was rauskommt. Würde mich überraschen, wenn man jeden Tag eine komplette Kristallbindung kriegt. Ich weiß leider auch nicht, was da alles so drin sein kann und ob es auch irgend so eine Art Jackpot oder so gibt. Aber auf jeden Fall finde ich es cool, dass man eben noch so ein Item einfach so kriegt. Jo, das war's mal zum Club. Interessant vielleicht auch, was kostet denn der Club bei En Masse überhaupt? Für einen Monat sind das 15 Dollar. Das sind so 13,50 Euro ungefähr. Und auf EU kostet der Club für einen Monat ja auch 13 Euro, wenn es mir recht ist. Also der Preis für den Club ist ungefähr gleich. Die Leistungen auf NA schon ein bisschen besser, gerade weil der Rufbuff dauerhaft aktiv ist. Man hat mehr von diesem Goldbuff und man kriegt halt so Sachen. Ne? Das Einzige, was man vielleicht als schlechter betiteln könnte, wäre, dass man nur 1000 statt 1200 PP pro Tag kriegt. Dann ein großes Thema ist natürlich der Ping. Ne? Der Ping ist logischerweise höher, wenn das Signal einmal nach Amerika und zurück muss, statt wenn es nur sich innerhalb Deutschland und Umgebung bewegt. Und ja, so gehe ich hier mal auf den Ping und wir sehen, das ist schon mal gelb und nicht grün. Und wir sind gerade bei 180 Millisekunden, jetzt bei 150. In der Regel, vorhin hat sich das immer so um 150 gedreht. Da sehen wir es auch, 150 auf den Punkt. Und das kann natürlich schon ein Problem sein. Ne? Zum Vergleich übrigens, auf EU habe ich einen Ping von so zwischen 40 und 60 Millisekunden. Das Problem ist einfach, wenn das so stark verzögert,
ist es immer schwer, so Kombos auszuführen, gerade schnelle Kombos. Etwa beim Lanzer mache ich ja immer Doppelschildsperre und dann Federangriff. Und es ist schon wichtig, dass diese Kombo sauber läuft, weil nur dann kommen die Skills auch schnell. Und wenn sie nicht schnell kommen, dann sind die eben so lahm, dass man so viel Zeit verliert. Da verliert man dann auch schnell die Aggro und sehr viel Damage geht verloren. Drum, der Ping ist ein großes Problem. Ich stelle mir vor, Klassen, die wirklich schwierig zu spielen sind mit einem hohen Ping, und da gehört der Lancer auf jeden Fall dazu, da ist das schon scheiße. Also 160 ist schon wirklich viel. Es dürfte noch spielbar sein. Ich kann es leider nicht sagen, da ich jetzt auch kein Gear habe und ich habe noch nicht den Attack Speed, den man im Endgame so hat. Es könnte noch spielbar sein, aber sehr, sehr schwierig, und auf jeden Fall kann man nicht dieselbe Leistung erbringen wie auf EU mit einem guten Ping. Das ist einfach so. Das habe ich ja auch schon auf EU gemerkt, als da mal ein bisschen Kacke war und der Ping ein bisschen höher war. Ich hatte einfach viel weniger Aggro als sonst. Das merkt man einfach direkt. Ist einfach so. Kann ich auch nichts dafür. Aber so als Berserker zum Beispiel, wo du ja aufladen, zuhauen, so. Ich denke, da ist der Ping jetzt nicht so schlimm wie beim Lancer. Und ja, wenn man so eben gerade so ein Berserker oder sonst was spielt, dann geht das schon, denke ich mir. Viele sagen auch, es ist nicht ein großes Problem. Aber ich hätte da Mühe als Lancer. Also das schreckt mich schon sehr, sehr stark ab, muss ich sagen. Okay, so viel zum Ping. Dann ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir mal zum guten alten Broker gehen. Der steht ja hier. Was kosten denn hier so die Sache? Und ein Beispiel wurde mir schon in einem Kommentar genannt. Und zwar der Popuri, der hier Felicity heißt. Ja, da haben wir ihn doch. Der kostet hier 20k und auf EU 80k. Wir haben also schon Unterschiede. Und da habe ich was vorbereitet. Und zwar eine wunderschöne Excel-Tabelle. Hier drüben ist das. So, zum Gucken, dass ihr das auch sehen könnt. Ich hoffe, es ist groß genug. Auch wenn ihr nicht auf HD und so guckt. Ja, sollte gehen, ne? Ich denke, ich muss hier nicht alles vorlesen. Also ich habe hier einfach diverse Sachen mal rausgesucht und verglichen. Zum Beispiel hier so diese Schlüssel der Verzauberer. Das, was billiger ist, habe ich immer markiert. Also hier auf EU wird das 500 Gold kosten, auf Kaidun und auf Tempest Reach 350. Oder das billigste Reittier, das man finden kann, mit 280 Speed, auf EU 4000, auf NA 3000. Und dann gibt's aber schon auch Sachen, die auf EU billiger sind. Etwa die beiden Begleitfertigkeiten Draka und Rambo waren beide auf EU billiger. Oder hier das Ändern des Volkes, hab ich einfach mal so geguckt, ne? Oder dann haben wir hier zum Beispiel ganz interessant Steampunk-Waffe, also das Design, das ich auch selbst benutze auf EU, das ist massiv billiger auf EU. Und das hat mich schon auch überrascht, weil ich dachte, auf NA ist einfach alles billiger, also wirklich alles. Und dem ist auf jeden Fall nicht so. Zum Beispiel hier war auch ganz interessant, die Flüssigkeit der Tapferkeit, die man braucht, um PvP-VM4 zu bauen, ist auf EU sogar billiger als auf NA, was mich überrascht hat. Aber diese Werte hier, also alles, was man für VM4 braucht, das ist mit größter Vorsicht zu genießen. Auf NA ist der Patch schon draußen und auf, oder zumindest teilweise draußen, ich weiß gar nicht, auf EU kommt der nächste Woche, nehme ich an. Und drum, ja, so ne, baut sich natürlich keine Sau VM4 mehr jetzt, ne. Am interessantesten sind natürlich so diese Sachen hier, MWA, MES, also Meisterwerk Alkahest und Schriftrolle der meisterhaften Verwandlung, halbe Schriftrollen, das ist hier SES, Semi-Enigmatic Scroll. Schaut euch das einfach mal an, ich denke, ich muss es ja nicht vorlesen, das Ganze dürfte für sich selbst sprechen. Und hier unten einfach noch ganz viele Sachen geguckt, nicht so Würskeln, die Viote sind auch wieder teilweise auf EU billiger, Noctinium gleich teuer etwa, etc., pp. Und so weiter und so fort. Gehört habe ich, dass Hardmode Gear viel, viel billiger sein soll, weil es einfach öfter in handelbarer Form droppt, und dem ist auch so, aber es ist nicht super billig, aber doch billiger. Also zum Beispiel die Lederhandschuhe für Damage Dealer, Hardmode, also von Untiefen Hardmode oder Elkara Normal Mode, waren doch deutlich billiger auf NA. Auch sonst so hier die goldene Unterwäsche zum Beispiel für Crit, einfach halb so teuer. Ist schon coole Sache, coole Sache. Gut,
Ihr könnt ja pausieren und die Tabelle studieren, wenn ihr wollt. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Fehler gemacht. Übrigens hier die grüne Unterwäsche auf NA, die habe ich einfach nicht gefunden, weil ich keine Ahnung habe, wie die heißt. Die Namen sind da immer so ein bisschen komisch. Jo, dann interessant ist natürlich auch, was ist jetzt hier im Shop los? Gehen wir mal in den Shop rein. Gibt es da wirklich keine Random Boxen und kann ich mir den Popuri etwa einfach so mal kaufen, wenn ich da Lust habe? Schauen wir uns das mal an. Gehen wir doch mal Mounts and Pets und sehen wir hier, könnt ihr mal gucken, da gibt es all diese schönen Mounts. Und was auffällt ist, ich hoffe, man sieht das da. Ja, zum Beispiel hier, man kann sich direkt ein Pet für den Account kaufen. Das verstehe ich so, dass dann einfach jeder deiner Charaktere dieses Pet bekommt oder dieses Mount bekommt. Und das finde ich eine hammergeile Sache. Ja, ne? Wenn du zum Beispiel auf allen deinen Charakter diesen Panda-Bär haben willst, dann kaufst du hier das Account-Mount. Und ich nehme an, dann hast du das überall, auf allen deinen Charakteren. Ähnlich wie die Veteranenstatus-Belohnungen auf EU, da kriegt man ja auch dieses eine Pferd auf allen Charakteren. Also, zoomen wir mal den Pupuri hier raus. Da sind schon die Pets hier, Draka, Rambo, die kennen wir ungefähr. So, jetzt ist der Pupuri gar nicht da. Ist ja blöd, ne? Und das hat mich sehr, sehr überrascht, denn ich muss hier zu Lootboxen gehen. Das habe ich eigentlich mehr auf deren Webpage vorbereitet. Darum gehen wir jetzt mal dahin. Sorry, also Store and Mass Points. Nein. Scheiße, wie bin ich da hingekommen? Hier, warte, warte, warte. Lootboxes, und zwar auf Seite 12. Klicken wir uns hier schnell durch. Und in der Tat scheint mir das so zu sein, dass es den Pupuri auch nur in der Random Box gibt. Das könnt ihr hier ja sehen. Also, das ist der Pupuri, heißt alles ein bisschen anders natürlich. Aber hier steht Guaranteed Items, also Items, die man auf jeden Fall kriegt. Hier wieder diese Spezialwährung. Und dann Chance Items, also Items, die in dieser Box drin sein können. Und da ist eben der Felicity oder der Pupuri. Und daneben kann man aber auch so Kristallbindungen und Alkahest und so weiter kriegen. Und das hat noch nie jemand gesagt, als er EU und NA verglichen hat, dass es auf NA auch Random Boxen gibt und dass man nicht jedes Item einfach so aus dem Shop rausziehen kann. Und das wusste ich auch nicht und hat mich auch wirklich sehr, sehr stark überrascht. Also so oberheilig, wie die da immer tun, ist das ja gar nicht. Weil, ja, wenn du Pupuri kaufen willst für Echtgeld, musst du dir wohl oder übel diese Box kaufen. Und da hat das Pet nur eine Chance drin zu sein. Genau wie bei Gameforge. Meine Lieben, das ist ja mal eine News. Dachte ich echt nicht, dass das so ist, weil man kriegt immer gesagt, dass man alles hier direkt aus dem Shop kaufen kann. Aber es gibt 12 Seiten voller Lootboxen, was ein anderes Wort für Random Boxen ist. Ja, ist schon ganz, ganz interessant. Aber es gibt schon auch, denke ich, vor allem auch so ein bisschen eher die cooleren Pets dann zum Direktkaufen. Zum Beispiel hier, das glaube ich, unser Clubpferd, kann das sein? Das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Und da hier der Blitz und so. Ich weiß gar nicht, was das alles hier für Pets sind und Mounts und so weiter. Aber ja, man kann sich vieles direkt kaufen, aber auch nicht alles. So ist das ungefähr. Okay, und interessant natürlich jetzt auch, was sind denn so die Preise? Also wie viel kostet das wirklich? Und ich habe hier einfach so eine Handvoll Items jetzt mal verglichen. Ich habe dazu einen Dollar zu Euro-Kurs von 1,1055 vom heutigen Tage angenommen. Da habe ich angenommen, man kauft sich für 10 Euro Terataler oder für 10 Dollar En Mass Points. Das ist ja ungefähr gleich viel. Und da habe ich hier einfach so Euro pro En Mass Point und Euro pro Terataler ausgerechnet. Und dann hier halt immer geguckt, wie viel Euro kostet so ein Teil jetzt wirklich. Also zum Beispiel Schlüssel des Verzauberers kostet 16 Terataler, wären dann 1,28 Euro oder 95 En Mass Points auf NA sind 86 Cent. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgerechnet. Also vergleichen wir hier mal die Preise.
Es gibt schon Sachen, die auf EU billiger sind, zum Beispiel dieses Mount, mit dem ich auch rumlaufe, also der EXTRX, heißt auf NA ein bisschen anders. Der ist deutlich günstiger auf EU. Also auch hier fällt wieder auf, es gibt Beispiele, wo NA nicht so heilig ist, wie alle immer tun. Oder hier die beiden Begleitfertigkeiten, Draka und Rambo, sind auf NA deutlich billiger. Jetzt ein anderes Beispiel. Und hier ganz interessant, ne, der Pupuri. Bei uns gibt es die Box für 200 Terataler, wo der drin sein kann, also für 16 Euro. Und auf NA kostet die Box, habt ihr vielleicht gesehen, nur 150 NBAS Points, wenn man nur eine kauft. Und da ja, sind halt 1,36 Euro. Ne? Und ich weiß natürlich nicht, wie hoch die Chancen sind, dass das Pad dann wirklich drin ist. Aber ja, ne, denke, es spricht für sich. Ne? Das ist 10-mal, na 12-mal sogar billiger hier. Und ja, die Chance wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist sie auf NA noch besser als auf EBU, ich weiß es nicht. Und hier das Gangster-Boss-Outfit, das, was der Fortress trägt, auch auf NA billiger. Aber eben dann zum Beispiel wieder hier ändern. Das Volkes wäre auf EU wiederum billiger. Oder dann hier so ein Umhang. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Das sind diese Elions-Wolken-Umhang zum Beispiel, ne, so Zeug. Bei uns gibt es nur eine Box für 10 Euro, wo dann einer dieser Umhänge drin ist. Während auf NA kannst du jeden Umhang direkt kaufen für 6,30 Euro bis 9 Euro, je nach Farbe. Und Steampunk-Waffendesign, habe ich noch geguckt, ist ähnlich wieder wie der Pupuri. Bei uns eine teure Box, auf NA eine scheiße billige Box, aber auch wieder eine Random-Box, die da vorhanden ist. Jo, es sind einfach so Stichproben, die ich da gemacht habe. Kann ja nicht den ganzen Shop direkt analysieren. Aber einige Sachen sind billiger, einige Sachen sind teurer und ja, ich denke schon, dass es unterm Strich wohl fairer ist. Gerade weil die Handelsagentpreise sprechen ja auch ein bisschen aus, wie häufig so ein Item in so einer Box ist. Und wenn das hier 20k kostet für ein Pupuri und bei uns 80k, dann wird man entsprechend für weniger Euronen diesen Pupuri auch bekommen können. Aber das ist so eigentlich die Quintessenz hier. Es gibt auch auf NA Random Boxen, außer ich übersehe völlig was, irgendwas. Dann die Spieleranzahl wird oft auch genannt. Es wird oft gesagt, ja, auf NA sind einfach viel mehr Leute. Du findest viel, viel leichter Gruppen. Und das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt hier nachzuvollziehen, da das LFG nur die ähnlichen leveligen Leute anzeigt, also hier so ein Level 9 Typi, aber all das so Untiefen, Acherons, Inferno und so, das wird mir nicht angezeigt. Ich kann aber hier im Chat mal ein bisschen gucken. Übrigens, wie gesagt, der Patch hier ist schon draußen oder mindestens teilweise draußen. Auf jeden Fall suchen die Leute hier schon für Acherons Inferno Gruppen und auch für Time Riss, Zeitriss, ich weiß gar nicht, wie der englische Name gerade ist. TS auf jeden Fall. Time irgendwas nehme ich jetzt mal an. Und auf NA, da müssen wir natürlich die Zeitdifferenz berechnen. Da ist es immer das minus 6 bis minus 9 Stunden. Also da ist es so, ja, 10 Uhr in der Ostküste oder an der Ostküste und 7 Uhr morgens an der Westküste. Also da ist noch nicht Hochbetrieb jetzt gerade, aber wir sehen schon, sehr, sehr viele Leute stehen hier schon in Höhenwacht rum. Wobei ich sagen würde, nach einem neuen Patch wird das auf Kaidun ungefähr gleich aussehen. Also jetzt auch nicht so der Unterschied. Auch der Chat, wenn man einfach mal guckt, wie viele Messages gehen da so ungefähr durch, ist auch nicht so überwältigend. Also da ist auf EU ja fast noch mehr los im Allgemein-Chat wegen dem ganzen Scheiß, die da schreiben. Und das ist gerade ein guter Punkt. Sind die Leute hier wirklich irgendwie netter? Und ist der Chat auch sozialer? Hier steht zum Beispiel, Alien Farts probably smell like Fruit Loops. Alien-Fürze stinken wahrscheinlich wie, oder schmecken wahrscheinlich wie Fruit Loops. Das sind, glaube ich, so Cereals, oder? Also so Cornflakes, irgendwas, ne? Ja, scheint mir jetzt vom Niveau her auch nicht so gehoben. How else do they fend off all the pedos? Ja. Fruity tooty in their booty.
call Black Jesus instead. Please call again at later time, you can call me. Ja, das ist ungefähr genau die gleiche Scheiße wie auf EU auch. Von daher würde ich jetzt, ist nur voll auf den ersten Blick jetzt, ich habe noch nie den Allgemeinchat hier gelesen, aber ich würde nicht sagen, dass da irgendwie gerade sozialer dahergekommen wird. Sonst so Gruppensuche, hier sehe ich gerade Baptismal Rise Normal Mode, also Untiefen Normal Mode. Ja, DPS plus 12, also muss plus 12 haben, da habe ich auch schon gehört nach meinem Gruppensuche ohne Gear Video, dass da man da viel leichter die Gruppen finden kann und so. Naja, wenn der auch schon so hier hinschreibt, nur plus 12 und mehr. Ich weiß ja nicht. Also scheint mir schon ungefähr alles von der Art der Leute so ein bisschen ähnlich zu sein. Aber ich sehe jetzt natürlich nur diese Momentaufnahme hier und habe keinen allgemeinen Eindruck. Und eben ansonsten von der Spielerzahl her ist schon gut gefüllt jetzt hier. Ich weiß halt nicht, wie viel damit jetzt mit dem neuen Patch zusammenhängt und wie viel mit der Uhrzeit. Wie gesagt, es ist zwischen 7 und 10 Uhr morgens da drüben bei den Amis. Keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen, aber man darf schon annehmen, denke ich, dass man hier mehr Leute zur Verfügung hat, um Gruppen zu bilden. Ich sag's mal so. Und ja, der größter Unterschied ist eben natürlich, dass MWA und das ganze Zeug einfach billiger ist. Und billiger bedeutet dann natürlich auch, dass man es öfter findet und so und öfter kriegt. Ist alles einfach so ein bisschen sozialer. Und ich habe vorhin schon ein paar Leute so untersucht. Und oftmals sieht man dann direkt hier plus 15 alles, goldene Unterwäsche. War da jetzt nicht der Fall. Der da schaut mir so aus, als hätte er plus 15. Hier sehen wir es zum Beispiel. Und auf EU ist das schon so ein bisschen so, wow, coole Sache, Mann. Du bist ja voll der coole Typ mit all deinen schönen Sachen. Und hier, denke ich, ist das so ein bisschen Standard. Ne? Also wenn man ein bisschen öfter spielt, dann kannst du wirklich sehr, sehr leicht plus 15 machen. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Unterschied. Hier übrigens schon neuer Schmuck hier so. Ne? Der wurde aber ja schon vorgestellt auf der Gameforge-Webpage. Gut, ich denke, wir können uns mal kurz den Vorhutshop noch anschauen. Das Video wird schon wieder lang. Sorry, aber ihr kennt mich ja, das ist normal bei mir. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Also einmal die Kristalle, 100 die Kruxe, 400 die Deviote, das ist ja ungefähr gleich, ne? 600 für die Würske. Ich hoffe, man kann das überhaupt sehen. Nein, kann man nicht. So, jetzt sind wir dabei. Also nochmal, ihr könnt das ja mal angucken. Ich hoffe, die Qualität ist gut genug, dass man es erkennen kann. Aber ja, genau gleich wie bei uns, soweit. Deviotstruktur 100, Gold, tolle Sache. Dann hier drüben. Ich hoffe, man hat vorangehend im Video nicht schon die Hälfte nicht gesehen, wegen der doofen Cam. Ja, hier so Gear. Ich weiß jetzt gar nicht, was das eigentlich alles ist hier. Ob das jetzt schon das neue geeignete hier teilweise ist, das man hier kriegen kann, weil ja eben der Patch schon draußen war. Keine Ahnung. Glyphen, Marken 300. Ja, und dann Special Enchantment Boon Box. Weiß nicht wirklich, was das ist. 580 Punkte. Consumables Boon Box 190 Punkte. Iceruns Weapon Chest. Amaruns Weapon Chest. Ich glaube, so Dinger haben wir bei uns auch, wo niemand weiß, was die eigentlich machen. Dann haben wir die Masterwork Alkahest Box, also die Box, wo Meisterwerk Alkahest drin ist, für 200 Münzen. Bei uns ja für 400. Allerdings, ich kann wirklich auch gar nicht sagen, wie viel MWA da drin ist. Und dann haben wir die Tarnlichtungsschriftrolle für sage und schreibe 15 Münzen. Das ist natürlich gerade ein bisschen massiv billiger als bei uns. Aber eben der Loot in der Tarnlichtung soll deutlich schlechter sein als bei uns. Also ich weiß nicht, was man da rauszieht. Das schreibt vielleicht ein lieber NA-Spieler in die Kommentare. Das wäre ja ganz, ganz nett. Jo, dann wäre cool, wenn ich euch noch hier diesen Tipsy oder wie der heißt da, der wo steht's denn? Der Tickert in der Stadt
ja, keine Ahnung, wo der ist, dass man da sehen könnte, was man hier für diese Federation Builds kriegen könnte. Wäre schön, wenn man da einfach Rechtsklick drauf machen könnte, aber das geht leider nicht. Aber ja, wahrscheinlich gibt es da auch alles Mögliche, ne? MWA und so. Dürfte ähnlich sein wie bei uns. Wahrscheinlich diese Marken da. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Aber da, wo man MWA oder eine Kristallbindung und so Zeug sich kaufen kann. Wahrscheinlich sowas Ähnliches, denke ich mir jetzt mal. Okay. Dann, ich weiß nicht, wäre jetzt schön, wenn das ein Stream wäre. Dann könntet ihr mir gerade sagen, wenn ihr noch irgendwas Bestimmtes sehen möchtet. Ansonsten denke ich, haben wir so die wichtigsten Sachen mal ein bisschen angeschaut. Eben so, wie der Ping ungefähr ist, wie der Shop ungefähr ausschaut, wie die Echtgeldpreise sind, wie die Handelsagentpreise sind. Wir könnten noch ein bisschen über die Community und das Community Management und so sprechen. Vielleicht können wir uns die beiden Homepages mal anschauen, aber ich denke, die sind so ungefähr ähnlich bis gleich. Also hier auf Enmas gibt es auch diesen Game Guide, wo dann alles so ein bisschen erklärt ist, ne? Und den haben wir hier ja auch. Hier bin ich schon im Forum. Gehen wir nochmal schnell zurück auf die Hauptseite. Hier haben wir es, also all diese Guides und so. Ich finde gerade den Patch-Vorschau-Guide sehr, sehr schön gemacht. Den habe ich hier nicht gefunden. Dafür kann man hier sehr, sehr leicht alle Patch-Notes angucken, die man haben will. Ist auch einfacher, ein bisschen durch die News zu navigieren. Erstmal stehen da nicht nur 4 Stück, was oftmals nicht ausreicht. Man kann auch direkt auf die zweite Seite, wenn man hier, statt dass einfach schon steht, geht zu Seite 2, muss man hier einmal klicken und dann muss man nochmal klicken. Das ist ein bisschen mühsam, ne? Sonst so von der Spielerzahl her, wenn wir jetzt eben ins Forum schauen, haben wir hier im General Discussions about Terra, haben wir hier 2000 Beiträge und auf En Masse haben wir, müssen wir mal gucken, größere Zahl, komm schon, da haben wir im General 50.000 Beiträge. Ist also schon ein bisschen Unterschied, aber ja, die reden auch alle Englisch da. Bei uns gibt es ja noch die Franzosen und die Deutschen und so. Wenn man das alles ein bisschen zusammenzählt, kommt da bestimmt auch noch ein bisschen mehr zusammen bei uns. Ich meine, hier sind es ja auch schließlich 400 Beiträge. Heilige Scheiße, das ist wirklich nicht viel. Naja, aber es sagt schon ein bisschen, dass auf NA wahrscheinlich deutlich mehr Leute spielen. Und was ich euch noch zeigen wollte, En Masse hat einen Twitch-Kanal und die streamen da jeden Freitag, habe ich gehört. Und hier gibt es zum Beispiel Learn to Play Mystic in PvE, ne? Den Herrn, den wir da sehen, das ist ein GM. Der hat dann da immer so einen guten Spieler zu sich eingeladen, auf Teamspeak oder Skype wahrscheinlich oder sowas. Und der GM hat dann einfach so ein Monster gespawnt, das nichts groß was macht. Und dann konnte der Mystic so ein bisschen zeigen, wie er da jetzt seine Sachen macht. Also gut, der Mystic würde jetzt natürlich nicht so viel angreifen, aber zum Beispiel ein Gunner wurde mal vorgestellt, hat er einfach so seine Rotation erklärt und der GM hat dann immer so ein bisschen gefragt und ja, warum machst du das nicht so und so, und da konnte man echt ein bisschen was lernen. Ist also eine coole Sache und einfach schön für die Community, ne, wenn man sieht, dass da ein GM wirklich sich kümmert, ne? Und du kannst dann auch Fragen stellen, auch sonst so über irgendwie Sachen, die noch in Entwicklung sind, und der beantwortet das dann immer. Gehen wir einfach mal auf den neuesten Stream. Hier haben sie jetzt zum Beispiel den Patch vorgestellt und hier einen ganz klaren Spoiler-Alert. Man wird gleich die neuen Inis schon sehen und hier ist es eben so, gehen ganz kurz ein bisschen nach vorne. Hier liest er wohl einfach die Patch-Notes vor, nehme ich an. Gehen wir ein bisschen weiter mal. Ja, das steht da irgendwo rum. Na, hier sieht man zwei Devs, also wirklich zwei Entwickler. Und hier all die schönen neuen Sachen. Was das auch immer da gerade ist. Hier Acherons Inferno, ne? Hier sieht man zum Beispiel diesen Boss, der bei uns ja auch schon vorgestellt wurde. Und diesen Stream gibt es schon, bevor der Patch live ist. Also das ist so ein, eben so ein Developer-Build und so, wo der dann das einfach alles zeigt. Der läuft da in God-Mode rum und jo. Dann one-shottet er den Boss irgendwann, wenn man so ein paar Attacken gesehen hat, geht zum nächsten Boss und so weiter und so fort. Also wirklich eine coole Sache und du kannst dann eben wirklich auch direkt Fragen stellen
ja, wie ist das? Wie viel HP hat der und wie viel Damage macht das? Und der beantwortet alles. Also du hast wirklich Kontakt zu den GMs und das ist hier auf EU ja nicht so, ne? Also die kümmern sich schon um die Community, was auf EU natürlich überhaupt nicht gemacht wird, oder? Falls GeForce denkt, dass sie es machen, machen sie es brutal schlecht. Jo, das wär's so. Ich kann jetzt auch nicht allzu viel sagen. Ich habe mich natürlich auch nicht so sehr mit NA beschäftigt. Also gerade was zum Beispiel so Events und so angeht, ob die auf NA viel, viel cooler sind als auf EU oder nicht. Oder ob es eher umgekehrt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, NA macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich denke, für Gelegenheitsspieler ist es wirklich deutlich leichter, hier mal was zu erreichen, sprich VM 4 plus 15 jetzt im letzten Content, weil ob natürlich 8 Federn oder irgendwie 2 fallen, im besten Falle, im Schlund, das ist halt schon ein Unterschied, ne? Und wenn MWA, MES, all das Zeug einfach viel, viel billiger ist, kann man natürlich viel, viel eher sein Zeug upgraden. Also, das war's und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen. Zusammenfassend vielleicht nochmal so schnell. Also, so super heilig ist der Shop auch nicht, weil es gibt immer noch random Boxen, aber es dürfte das meiste doch ein bisschen einfacher und billiger zu kriegen sein, weil gerade so eine random Box kostet, was waren es, 1,30 Euro oder so, während so eine random Box bei uns 15 Euro kostet. Das ist schon ein massiver Unterschied. Und eben dann im Handelsagenten ist einfach alles billiger. So, na eben, also nicht alles, aber vieles. Und Ping halt schlechter, ne? Und man muss sich halt gut überlegen, ob man wirklich von null nochmal anfangen will. Also du hast natürlich nichts, ne? Du hast keine Achievements und du hast deine schönen Kostümchen, die du auf EU schon gekauft hast, die musstest du dir hier erneut besorgen. Und ob man das wirklich will, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!